Moin Slöde und willkommen zu Waldhof Mannheim Karriere bei FIFA. Jo. Kann sein, dass ihr es wahrscheinlich deutlich später seht, als ich das hier aufnehme, weil hier haben wir den fünften Part fertig geschnitten habe gerade. Und in der gerade aufgenommenen FIFA-Karriere, nicht FIFA-Karriere, Part im Nuzlocke-Challenge, habe ich schon gesagt, dass ich hin und wieder mal die Part selbst zusammenschneide, wobei der halt nicht arg viel draus wird. Wobei das halt jetzt nicht wirklich großqualitativ ist, weil ich mich mit Schneiden halt null auskenne. Ich werfe halt nur die paar Schnipsel hinein, die ich aufgenommen habe. Ja. Folglich. Jetzt habe ich den Faden mal wieder verloren. Folglich. Ja, ich muss warten, bis mein Kumpel Zeit hat zu schneiden. Und sonst kommen halt die Videos nicht groß bearbeitet, leider. Was mir zwar selbst ein bisschen leid tut, aber anders geht's halt nicht. Einfach nur, weil ich absolut keine Ahnung habe, was ich da machen, wie ich das machen soll. Jo, Team kennt ihr mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut. Weil unsere Offensivreihe ist insane, fällt mir gerade mal wieder auf. Na, es ist gerade Schluss der Transferphase. Wir haben ja unser Riesentalent Kuhn auf der Bank, was ich ja auch erst sehe. Habe jetzt auch erst vor 15 Tagen jetzt mal aufgenommen. Jo, und wir lassen mal die Transferphase ablaufen. Schon mal noch irgendwas passiert. Und sonst schauen wir mal rein in die Rückrunde. Dann mal so durchlaufen. Lass mal durchlaufen. Ich wäre gern so die letzten Male irgendwie so 1,5 bis 2 Monate schaffen in der heutigen Folge. Okay, es wird auf jeden Fall nichts mehr mit irgendwelchen Transfers hier in der Winterpause. Ach, viel Geld haben wir eh nicht mehr. Ja, 22.000 reicht. Wir wollen ja noch ein bisschen. Ja, okay, jetzt. Seegard. Wie viele Infanter haben wir denn gerade noch? Wollte ich nicht so einfach ihn kaufen oder so? Oder habe ich eigentlich alles mit Laien und so gut abgedeckt? Okay, Innenverteidigung passt. Sollen wir Seegard verkaufen? Können wir halt theoretisch überlegen, weil Seegard halt. Okay, das ist ja auch erst 25, ne? Ich würde eher Konrad verkaufen. Aber man könnte halt dann gucken, ob man vielleicht irgendwie was Besseres findet in der Sommertransferphase. Folglich verhandeln wir mal und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, also nicht mehr 68.000 nehmen die an für ein Spiel mit 600.000 Mark wert, das ist halt nix. So, zu Hause gegen Magdeburg mit unserer Top-Mannschaft. Auf der Bank, wenn wir halt nicht wirklich die schnellsten Spieler auf der Bank, bleibe ich bei. Aber ich würde gerne weiterhin Ferrati auf der Bank haben. Vielleicht dann statt Guaida. Und will ich Kauter da rein haben? Oh, doch, Guaida auf die Bank für Busian. Ne, Busian ist sogar schneller, okay. Und man weiß ja, ich mag schnelle Flügelspieler. Deswegen auch erst Jędrzejczyk. Deutsch. Jo, so gegen Magdeburg. Aber ich will erstmal schauen, was haben wir denn so für Spiele vor uns. Magdeburg 68, KZ Siena, Duisburg, der FCK, Würzburger Kickers, KFC Uerdingen, Hansa Rostock, Viktoria Köln, Halle. Jo, ich glaube, ich würde einmal das Spiel gegen. Wen denn gegen Duisburg, weil die früher mal in der Bundesliga waren. Vor allem simulieren wir auch mal alles bis dahin. So, Magdeburg. Go. 1-1, Tor von Riccardi und Tor von Kvesic. Ja, man ihn ausspricht. Neue Nachricht, Guaida freut sich, dass er wieder in der Mannschaft ist, obwohl der nur auf der Bank sitzt. Stabilo. Aber der ist nicht mehr auf der Bank. Das so. Okay. Trainingseinheit. Lang auf 158, das ist nice. So. Dann spielen wir mal weiter. Oh, was ich da ganz übersehen habe. Monatsbericht, aber. Lang ist noch nicht wirklich tauglich für unsere erste Mannschaft. Folglich, weiter geht's. So, wir sind vom Spiel gegen 68. Erstens, Guaida will spielen. Aber einfach nicht. Und monatliches Scoring-Update. Und wir haben hier Robert Vandenberg, der mir vom Marktwert her nicht gut genug ist. Dann Peter Langer. Nee. Und Ralf Roth, den man sich mal mitnehmen kann dafür, dass wir sind halt immer noch nur dritte Liga. Folglich. Der kann schon was sein. Okay, 51 Gesamtstärke.
Vielleicht kann man ihn nochmal irgendwie ein bisschen trainieren oder so, den guten Ralf Roth. Dann entwickelt er sich auch nochmal, schauen. Auf jeden Fall, wir gehen in die Simulation gegen 68 München. Das Hinspiel haben wir, glaube ich, 2-1 oder so gewonnen. Ja, und so spielen wir 4-1 mit zwei Elfmetertoren von Jascha Schemski. Oh, wie auch immer man diesen Namen ausspricht. Und wie. Och, Guaida, halt doch einfach die Fresse, bitte. Wir haben 4-1 gewonnen, warum soll es mit dir. Weil hättest du dir besser laufen sollen? Vor allem, weil Jascha Schemski, weil du meintest, dass es so viel besser wäre, als der einfach zwei Tore gemacht hat. Also, bitte. Halt dein Maul. So, wir sind aktuell tatsächlich mit 6 Punkten Vorsprung in der Liga. Was mir jetzt gerade eben noch aufgefallen ist. Jo, ja, Team, lass mal so. Warum? Never change a running system, würde ich mal sagen. Und wie läuft's gegen Jena? 4-0-3er Pack von Riccardi, dem Typen, Alter. Er ist aber der Typ. Das war ich ja nicht. Riccardi aktuell einfach schon Markovic überholt. Was zur Hölle? McLaren auch noch weit oben dabei mit 11 Toren in der Liga. Also die drei haben schon maximal Bock da vorne. So lange erreicht er 59. Jo. Und dann gehen wir weiter bis zum nächsten Spiel. Der nächste Flügelspieler, der um ihn spielen will. Und dann geht's rein ins Spiel gegen die MSV Duisburg. Die Ex-Bundesliga-Mannschaft. Also die haben, glaube ich, 2-7, 2-8 aufgestiegen. Also in der Saison sind sie halt dann erste Liga gewesen. Und dann fällt auf, ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht mit den Farben. Die sind etwas sehr ähnlich. Ich hoffe mal, ich kann die auseinanderhalten. Und ja, dann schauen wir uns gleich mal die Teams an. Wir sind ja gerade, wir sind das beste Team in der Abwehr. Mit 17 Gegentoren erst. Und Duisburg sehe ich gerade nicht. Bayern München, dieser Mannschaft von Bayern München war sich auf Platz 5 da gerade. Auch ein bisschen unerwartet, finde ich. Oder sind wir nochmal? Jo, nochmal. Sehen wir auch die Mannschaften. Okay, ich wollte jetzt eigentlich die Mannschaft zeigen von Duisburg. Aber wenn die nicht wollen. Oh, jetzt. Duisburg. Bring dich bitte an Sebastian Neumann. Den Namen kenne ich irgendwoher. Moritz Doppelkamp. Den kann man doch auch. Okay, also Neumann kommt mir bekannt vor und eben Stoppelkamp. Ja, ob es der Stoppelkamp ist, den man kennt. Auf jeden Fall heißt Stoppelkamp. Und dann würde ich sagen, spielen wir mal zum Anstoß. Anstoß für Duisburg. Und ja, Marco wird schon mal wieder ins Pressing, so wie man ihn kennt. Riccardi hinterher. Und jo, wir spielen zuerst in Szene. Dann über rechts. In der Mitte ist Marco. Der Ball kommt zu weit zu Jastry Semski. So. Ja. Kritisch. Aber Christian holt sich mal sehr gut zurück auf der linken Seite. Geht vorbei, aber am Ende sehen wir Spieler dazwischen. So, Jastry Semski. Watch auf Lindsay. Lindsay nimmt ihn mit links an. Hält sich auf den rechten Fuß. Ist er dann starker? Geht in den Rückraum zu Barriero Martins. Barriero Martins zu McLennan. McLennan in die Mitte. Markovic. Der Ball rutscht irgendwie durch, aber nicht ins Tor. Ah, schade. Oh, Höver, stark. Aber der ist soweit. Ja. Jovan Markovic. Vorm gegnerischen Tor. Einmal eingedreht. Ins kurze Eck. Und Wendig hält. Ja. Ich möchte irgendwie gerade ein bisschen besser durchkommen. Vielleicht mal einen Konter oder sowas. Ich meine, wenn ich nur mit Markovic vom Tor stehe. Aber wenn ich einen Ball schon jedes Mal im Mittelfeld zurückbekomme, möchte ich vielleicht ein bisschen mehr kombinieren oder so. Erstes Schemski, Riccardi. Ja. Gesansen, Riccardi wieder direkt. Alessio, Riccardi. Legt den Ball durch zu Markovic. Markovic ins lange Eck. Und Abseits. Oh,
war das knapp. Also vor allem habt ihr eigentlich schon von den Abseitsregeln mitbekommen? Also quasi, dass man jetzt, das soll ja zwar so sein, wenn man mit dem, also vielleicht bis dahin, bis das Video rauskommt, hat man schon davon mitbekommen oder so, aber auf jeden Fall. Es soll jetzt so sein, von wegen, dass wenn die, dass es jetzt kein Abseits mehr ist, wenn überhaupt ein Körperteil auf der gleichen Höhe wie der Gegner ist. Folglich, wenn man, du schießt nur mit der rechten Fußspitze noch hinter dem Gegner hängt, oder noch auf Höhe vom Gegner hängt, ist der Ball kein Abseits. Und Tor von McLaren. Plötzlich mal so nebenbei. Ja, da kommen wir mal plötzlich in die Abwehr. Riccardi lebt quer, der sollte aber nicht dazwischen gehen. Und McLaren schießt ihn so mächtig ab, dass der Ball nicht mehr woanders hin kann als ins Tor. Hätte der Trainer mega in die Fresse im Ball. Also, das ist ja als Eigentor von Brandy, okay. Ja, okay, verständlich. So wie er ihn nachkassiert hat. Jo, Führungstor und ja, ist ganz praktisch jetzt so in der Situation. Ah, kann ich mir dieser Name, ne? Ich habe mir diesen Namen nicht klar. Auf jeden Fall. Angriff von Duisburg. Ich verteile es nicht gut. Und ist dann Panzer dazwischen. Den haben wir jetzt auch in der Mittagspause geholt. Als neuen Innenverteidiger. Und jetzt hast du Schusnemski. Und ich lege mir den Ball zu weit vor. Lindsay. Okay. In der Mitte. Der Typ, der verkauft werden soll. Bei Martins McLennan. Leck. Und das soll ja keine billige Ausrede sein. Ich errate sich mega den Leck im Game hier. So, Lindsay. Panzo. In der Mitte Segert. Pferd. Ja, Martins, ich nehme ja schon wieder viele am Stück auf, aber es passiert immer wieder, dass man mal wieder nach vorne kommt und so. Dann spielt es über Jastrzemski. Jastrzemski. Muss man ein bisschen freispielen, aber der Ball kommt nicht durch, okay. Zur nächsten Szene. Duisburg im Angriff. Hoher Ball in die Mitte, Panzo ist dazwischen. Und da schämst du ja noch schnell ran. Nein. So. Da wird abgefangen. Riccardi auf Aschusemski, der zieht jetzt durchs Zentrum. Und auf rechts ist mal wieder McLaren unfassbar frei, aber ich lege den Ball zu spät rüber. Weil ich mir das eigentlich angewöhnt, dass ich den Ball immer gefühlt bis zum Gegner tragen will und von da aus erst abspielen. Ich habe mir immer mal angewöhnt und ich werde diese Angewohnheit nicht los. So. Ja, man kann ja schon Schlemmski verteidigen. Erstmal unser neuen Linksverteidiger, der Junge. So, Barrio Martins, jetzt schnell. Oder auch nicht, weil Barrio Martins halt am ersten Mal hängen bleibt. Geil. Aber der nächste Ball bleibt an ihm hängen. So, Markovic. So, Riccardi, die mich immer noch seinen Trick aus der Hose packen will. Und ich bleib schon wieder hängen. Ach man, nee. Wir sind bisher einmal zu dem gescheiten Torschuss gekommen und er war halt direkt dran, ne? So. Ball zu Panzo, der gerade mal den rechts außen macht. Und Halbzeit. Sehen wir uns mal in der Halbzeit. Zweiten Halbzeit wieder. Wobei, wir können uns noch kurz die Stats in der Halbzeit angucken, wie es so aussieht. Bisher war bisher nicht viel Defensivarbeit von beiden Teams gebraucht. Ja, von uns drei Schüsse von Duisburg nicht einer. Da musst du nur einmal, dann musste Schendler mal zum Ball hin, als dann eine Flanke ein bisschen weird reinkam. Aber ja, es war der Halbzeit. Go. Flanken von Christiansen abgefangen, aber da hatte ich was im Auge und musste von meinem Controller weg. Fick mein Leben. Ey, warum genau in dem Moment, ne? Ah, fuck. Schöneler. Ja. Das war kritisch. So. Zwei nach vorne. Schöneler. Und wo? Was mache ich hier? Boah, das war hartes Vorgehen, Riccardi.
Tim Almuth hat mit folgendem Ricardi und sieht auch gelb. Folglich, im Zentrum sind die jetzt ein bisschen schwächer quasi, ein bisschen geschwächt quasi. Boah, Alter, das hat geleckt bei dem Pass. Ich weiß nicht, wie ich das. Ich habe meine UBS-Einstellung jetzt schon so oft umgestellt und nie wurde es besser in den ganzen Lecks. So, okay, auf jeden Fall. Jetzt. McLennan und Christiansen aus dem Zentrum, aber. Na, brennt die Kälte. Der kann sich bisher nur selbst bezwingen. So, Duisburg wechselt. Szczepanik kommt rein. Szczepanik geht raus und für ihn kommt Stoppelkamp. Höver, in der Mitte ist mal wieder Jascha Szczemski, aber und vor allem Markovic hat keinen Bock hinzugehen, so gefühlt. So. Aber ich glaube, ich könnte auch da anliegen, dass ich ja noch so viel mehr Grund offen habe. Folglich, wenn ich es mal so machen, ich. In der nächsten Unterbrechung, also jetzt. Aber ich mal kurz das Spiel, mach mal kurz meine Hintergrundsachen aus, weil ich die aus irgendeinem Grund auch immer noch offen habe. Letztlich kommt unser Riesentalent Kuhn zu seinem ersten Einsatz und ich habe auch dem vergessen, das Trikot aus Hose zu packen. Dafür geht Christiansen vom Feld, Ricardo geht auf die 8er Position und Kuhn auf die 10. Weil wir werden mal sehen, was er bisher so kann. So. Achso, müssen wir aber verteidigen. Panzo macht das sehr stark. McLennan. Aber nicht so. Auch wenn der Gegner danach komplett verrafft. So. Erstmal wahrscheinlich schnell einen Seitenwechsel. Lindsay zu Bayro Martins. Der legt direkt weiter. Irgendwie. Vielleicht. So, jetzt. Bayro Martins, Kiana Höver. Kiana Höver zu McLennan. Und ich hätte mal uns ausgespielt. Schlag von Kuhn. Erste Aktion direkt überragend. So, Jovan Markovic. Unser Goalgetter. Und er verschießt. Aus der kurzen Entfernung schießt er am Tor vorbei. Ah, Mann, ey. So, Panso in der Innenverteidigung geht da im Kopf hin. Vielleicht mit Bayro Martins ein bisschen mehr am Mann bleiben, vor allem weil er jetzt der Einzige ist, der bei uns im Mittelfeld jetzt ein bisschen defensiv orientiert ist. Das war nicht gut mit Panso. McLennan muss dazwischen. Kiana Höver. Kuhn. Kuhn läuft an. Jetzt Kuhn. Höver auf rechts. Lädt sich den Ball zu weit vor. Segert und Panso wieder. Kuhn zu Markovic, Markovic zu McLennan. Und das gibt tatsächlich Elfmeter. Und rote Karte für Schmeling. Der hat aber doch beigespielt, oder? Lol, der hat doch beigespielt, der Junge. Und noch zu Elfmeter. Okay, ich nehme es aber. Aber bisher hat den Elfmeter hier Ricardo geschossen. Und deswegen machen wir auch so weiter. Ricardo nach links. Und der klemmert ihn ja mal sowas von rein. Lässt du Ricardi 2-0 für Waldhof Mannheim. Alter, hämmert der den rein. Unter keine Latte und dann von da aus unhaltbar. War. 13. Saisontor? Oder 14. Ja, 14. sogar. Krank. Absolut. Alter. Ricardi, please. Ich meine, der ist halt Zehner, nicht mal irgendwie Stürmer oder so, aber der ist halt Zehner. So. Jetzt schön hinten dicht machen. Vielleicht, vielleicht noch irgendwie kontern oder so. Aber sonst sollte hier nicht mehr viel passieren. Dann über rechts. Und ich versuche in den Rückraum zu legen, aber kriegt's nicht hin. Geil. So, Ecke. Ob ich irgendeinen Linksfuß hier treten kann oder soll ich mit dem Rechtsfuß treten? Was mal mit Höver. Man fällt auf wen ran.
Eigentlich wollte ich jetzt nicht Kuhn ranholen, ich wollte eigentlich mit dem Kopfball machen, aber okay. Mal so. Markovic. Nach Vorlage von Kuhn. Oder? Okay, war abseits anscheinend. Tor war geil, aber eben knappes Abseits. Ich hätte es vielleicht gerade mal kurz anschauen sollen, mal kurz zeigen sollen, wie knapp das Abseits da war, weil es war wirklich knapp. Kuhn. Barrero Martins. Barrero Martins. Sigurd. War wieder zu weit. Aber Barrero Martins ist schon wieder dazwischen. Der hat unfassbar geile Zweikampfwerte, wenn ich das hier richtig bewerten kann. Bisher. Ich glaube, der gewinnt fast jeden Zweikampf. Wieder am Ball. Jetzt Markovic. Kuhn. Markovic wieder. Markovic. Und wieder abseits Markovic. Das kann es eigentlich nicht sein. Segert. Wieder vor von Riccardi. Und abseits. Abpfiff. 2-0 Sieg für Waldhof Mannheim. Und ich will kurz mal hier noch die Stats angucken. Also die Bewertungen hier gerade. Ob sich alles so vom Spielgefühl her anpasst, wie. Ja, es war. Dass unsere Noten, also Noten gar so niedrig sind, überrascht mich auch ein bisschen. Und vor allem, dass die von bei Romanis und die von Jastrzemski gleich hoch ist, überrascht mich auch ein bisschen. Immerhin. Ich sag mal, ist halt so, wir haben auch keinen großen, wir haben auch keinen Vorlagengeber in dem Spiel, einfach nur weil wir nur einen Torschützen quasi haben, weil es eigentlich von Brandy kam. Bei denen, selbst bei denen gibt es halt 7,7, einfach nur weil wir offensiv viel zu schnell den Ball verloren haben. Man schaut hier, abgeschlossene Dribblings bei Jastrzemski 8 von 11. Wir haben nicht mehr so viel abgegeben, aber hier Flanken, keine erfolgreiche Flanke. Wir haben hier 4 Flanken geschlagen. Erfolgreiche Pässe von McLaren. 5 von 11, Jastrzemski 7 von 11. Das ist irgendwie nix. Okay, wahrscheinlich hat Jastrzemski seine Note rausgeholt oder Segert hat auch. Auf jeden Fall, wir gehen ins Interview und schauen mal, was so die Interviewisten dazu sagen. Bitte, Köln hat gegen Groß Asbach gewonnen. Okay, cool, freut mich. Irgendwie, vielleicht so ein bisschen. Vielen Dank, dass ich schon so kurz nach Spielende bei uns. Ist Berlin der Meisterpokal der Liga ohne Niederlage? Nein, sind wir nicht, aber. Ja. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Hier ist Sigurd. Uns hält niemand auf, jo. Wir pumpen alles weg. Sportverein Waldhof Mannheim gewinnt immer. Sehen wir ja. Weil wir anscheinend so eine heftige Winstreak haben. Aber Winstreak haben wir vielleicht schon, aber haben wir wirklich nicht ein einziges Spiel verloren? Doch, zwei. Da haben wir was verloren. Was laber hier für eine Scheiße? So. Training. Kuhn mit einem F stark. Wobei er gerade eben ja auch nicht unbedingt der beste Spieler auf dem Feld war. Ja, Korte, bitte. Was wollt ihr? Ich wollte euch von einem von den beiden noch eh verkaufen. Also von Guaida und Korte. Einen von den beiden wollte ich doch eh verkaufen. Warum ist von ihnen keiner weggegangen? Wenn die doch eh spielen wollen und hier keine Garantie haben. Okay. Auf jeden Fall Pressekonferenz. Gegen Kaiserslautern. Ohne Frage. Ja. Jetzt mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Die Jungs haben gut gespielt, ja. Im letzten Spiel hatten sie gegen. Ja, natürlich gewinnen wir gegen die. Wir sind krank. Partick S Gaming und Waldhof Mannheim. Die gewinnen auch irgendwann die Weltmeisterschaft oder so. Lol. 3-1. Markovic oder Pacferati trifft auch. Nice. Der. Kreucher eh so ein bisschen unten drin rum bei uns im Team, nur weil halt unsere Offensive halt insgesamt viel besser ist als er. Leider für ihn. Aber Robert Lang hat mittlerweile sogar die 60 erreicht. Wir müssen mal schauen, wie sieht es aktuell mit unseren Ersatztorhütern aus? Weil unsere Torhüter-Situation ist ja ganz ist ja recht wichtig dafür. Auf jeden Fall Schenella will einen neuen Vertrag anscheinend. Das wollte ich ja nicht. Aber ich glaube, das mache ich jetzt erstmal kurz mit den Verträgen und danach gucke ich mal nach unserem Jugendspieler. So, folgendes. Königsmann ist von der Gesamtstärke jetzt nicht unbedingt unser Bester und jetzt haben wir uns jetzt auch nicht unbedingt verkaufswürdig. Haben wir Vavodic, der mit seinen 30 definitiv verkauft werden soll. Der ist ja eh schon auf der Transferliste und will jetzt auch selbst verkauft werden. Haben wir Schendler. Schendler ist ja unbeschritten unser bester Torhüter.
Aber wenn wir Wawodic eh verkaufen wollen, dann hätte ich noch, und der eh nicht mehr spielen will, hätte ich ja noch einen dritten Torhüter. Und das wäre dann wahrscheinlich hier Robert Lang. Ich muss gleich mal kurz anschauen, was der so an Potenzial jetzt hat. Weil der ist ja richtig fettes Potenzial hier. Robert Lang auf jeden Fall für die Zukunft, das ist ganz geil. Schneller die Nummer 12, wie man die mal ihn Rückennummer. Was will ich denn für eine Rückennummer nehmen? Das heißt Torhüter. Und was cooles, so 37. Warum auch immer die 37, aber es will jetzt aber die 37. Und wir können nichts dagegen tun. Jo, und wir spielen Kaiserslautern, war ja ein Sieg, soweit ich jetzt gerade weiß. Jo, Training 3 A's, stark. Weil bei Romanis immer besser wird, der wird noch wichtig für unsere Mannschaft, zu 100%. So als Achter. Jo, neues Gang-Update ist da. Hinein. Ben Weiß, nee. Mein Wannenberg, nee. Erik Radmann, nee. Ist halt immer das Problem, wenn man einen recht schwachen Scout hat. Aber mir fällt gerade nochmal auf, was ich halt eben vergessen habe zu erwähnen. Seattle ist verletzt. Folglich spielt es entweder Schulz oder Konra für den Rest der Saison. Vorteil an Konra ist seine Geschwindigkeit, aber Nachteil ist halt seine Größe. Vorteil von Schulz ist seine Größe, Nachteil ist seine Geschwindigkeit. Deswegen will ich mal schauen, wie sieht es denn bei den beiden so von wegen Kopfballstärke aus. Sache ist halt, ich traue Schulz eher zu, an den Kopfball ranzukommen, weil Konrad mit 82 Sprungkraft, den kann man halt trotzdem nehmen. Ich glaube, den nehme ich auch eher, einfach nur weil ich hier gerade vielleicht eher einen schnelleren Innenverteidiger will. Aber auf jeden Fall müssen wir schon mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie noch aus der Jugendschule oder so vielleicht einen Innenverteidiger herbekommen. Oder, wenn mir auch einfällt, haben wir vielleicht auch aus der von freien okay. Ich will mal meinen freien Spiel anschauen, weil man die ja direkt anwerben kann, ob es da vielleicht irgendwie einen Innenverteidiger gibt, den man mal mitnehmen kann. So, der einzige, den ich jetzt gerade gefunden habe, der zu den Kriterien passen würde, die ich jetzt gesucht habe. Also ich habe nach dem gesucht. Freier Spieler 63er, Minimum 63. Gesamtstärke Minimum 65 Potenzial, maximal 69 bei beiden, weil über 69 werden ja Spieler, die neu so freie Spiele sind, automatisch unter dem Verein zugeordnet. Vorher bekommen wir die dann nicht. Ja, und deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, ob wir Adrian Ruß verpflichten können als unseren neuen Innenverteidiger. Der mit 1,88 etwa die Mitte von den beiden anderen ist. Okay, der hat am Anfang das Karriere 64. Wobei ich mir jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass der wichtig ist. Der gute Adrian Ruß, der will sogar einen 5-Jahres-Vertrag geben, was ganz praktisch ist. Frage so übergehen und Gehalt bieten wir ihm einfach mal. Steht denn hier? Steht denn nix? Gehaltsforderung. Bei uns will er auch nicht aktiv verlangen. Gehen wir mal auf 800. Fuck. Okay, kleines Problem. Probleme erfordern Lösungen. Ich werde mal suchen. So, die Sache ist, mir ist jetzt aufgefallen. Das ist absolut dumm, jetzt eigentlich noch was zu suchen. Der einzige andere, der jetzt noch, den ich jetzt noch nehmen könnte, wäre dieser Kurana hier. Und ich kann einfach eine Woche weiter sind mit dem dann Ruß verpflichten. Komplett dumm, jetzt einfach hier so einen Stress zu schieben. Wir spielen jetzt einfach, jetzt machen wir noch schnell das Spiel gegen Würzburg. Mit Kurana in der Verteidigung 2-0, McLaren und Jascha Schemski. Und dann simulieren wir mal kurz per Kalender, einfach nur was schneller geht. Zum Samstag. Sollen wir nicht immer so verziehen hier. So. Und verpflichten Adrian Ruß jetzt hoffentlich. Danach würde ich sagen, beenden wir mal die Folge hier. So, Adrian Ruß. Kontaktieren. Ist wie gesagt der beste Spieler, den wir eigentlich verpflichten können. Wäre auch wichtig sein, wie es auch schon bei der letzten Verhandlung drin war. Heißt auf Zeit 5 Jahre. Adrian Ruß. Der ist auch erst 23, vielleicht kann man den sogar mit dynamischen Potenzial ein bisschen hochziehen, ne? So ist nicht. So, beim letzten Mal war es ihm ja zu wenig. Heißt, wir bieten jetzt mal 1100. Ich hoffe, es ist nicht zu wenig. Wie viel will der bitte? Du bist. Es ist dritte Liga, please. Ja. Ich werde jetzt mal das Spiel gegen Uerdingen simulieren.
will den Jungen eigentlich noch in dieser Folge verpflichten. So, Oerding. Wird auch 1-0 weggeklatscht von Markovic. Wir müssen eine Winstreak haben, ich weiß nicht mehr warum. Okay, unser Team ist eigentlich ganz geil für Drittliga-Verhältnisse, das stimmt schon. Und wir haben halt Chandler hinten dran. Chandler ist wahrscheinlich so der übelste Carry gerade. So. Nehmen wir mal weiter. In den März hinein. 3-2 gegen Rostock gewonnen. So. Kuhn. Mit einem B. Riccardi mit einem A. Und Lang auch mit einem B. So, und jetzt ist auch Rusma feierlich gescoutet, würde ich jetzt mal sagen. Also, das ist wahrscheinlich der Scouting-Bericht hier. So, IV Rus. Wird 1200 bis 1700 Gehalt. KK. Ich habe mir jetzt 1100 geboten, der ist rausgegangen. Von dem her, ja. Kann er einfach nicht selbst sagen, was er will? Warum muss ich jetzt ihm irgendwas anbieten und er einfach entscheiden, cool oder nicht cool? Ich habe jetzt nur 4 Jahre Vertrag, was ist denn jetzt los? So, okay, Gehalt sind 1400, dann gehen wir mal auf 1300. Bitte renn nicht weg. Please! Ich bin 100 Euro unter dem, was er verlangt. Als Vorschlag steht jetzt noch 1200. Habt ihr gerade selbst gesehen. Okay, also ich glaube, in der Folge wird es nichts mehr mit dem Jungen. Wir werden in der nächsten Folge mal probieren. Und so probiere ich es doch bei Kuana. Aber das war's erstmal mit der Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.